Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tokyo Mirage Sessions. Ja, wir stehen hier vor dem Performer-Strom und er ist weg, tatsächlich. Die beiden Rituale, die wir unterbrochen haben, die haben ausgereicht. Ja, ich bin hier jetzt bei einer kleinen Nachvertonung. Warum? Aufnahme hat soweit ganz gut funktioniert, aber boah, das ist wieder über eine Stunde geworden und ich muss gucken, wo ich irgendwo was wegschnippel. Deswegen hier am Anfang nochmal eine Nachvertonung. Ja, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter. Und was habe ich erlebt? Ich habe ja die letzten Dungeons erstmal so ein bisschen abgegrast. Also überall dort, wo die verschlossenen Türen auf mich gewartet haben, bin ich reingegangen. Es gab Play Records für das Erkunden eines ganzen Dungeons. Also wirklich, wir müssen jedes Gebiet der Karte ablaufen. Da darf keine weiße Stelle mehr sein. Dann kriegen wir einen Play Record. Interessant, oder? Dann gibt es ebenfalls einen Records hier für die Truhen, die wir finden. Nice, oder? Genau wie das hier. Wir haben schon wieder einen Master Skill gefunden und übrigens von diesen Master Skills habe ich auch richtig viel gefunden. Ich müsste jetzt immer noch 4 Stück haben. Hier ist ein Goldbahn drin gewesen, da habe ich jetzt auch schon 2 Stück. Die sind nur für den Verkauf da, aber frag mich nicht, wie viel Jenny, ach ja, Yen, ich wollte schon sagen Jennys oder Zennys, die einbringen. Es sind aber Yen. Ja, das ist ein Item, ein Ausrüstungs-Item. Gucken wir uns gleich nochmal an. Und Skillbrook ist auch nicht verkehrt. Ja, ich habe aufgenommen in, ich weiß gar nicht den Namen mehr, in dem ersten Dungeon, wo wir waren. Da waren noch so 3 verschlossene Treasure Keys gewesen. Auch dort waren Master Seal mit drin. Und ja, das ist faszinierend. Also, dass man auch hier wirklich für einen Play Record einfach alle Truhen innerhalb eines Dungeons öffnen muss. Und ich hatte es befürchtet. Könnt ihr euch noch an diese eine Folge erinnern, wo ich gesagt habe, ich komme an das Item jetzt nicht ran, weil ich schon völlig zugepackt bin mit genau den Items, was sich gerade in dieser Treasure Box befindet. Das heißt, ich konnte es nicht mitnehmen, die Treasure Box bleibt also zu. Und jetzt habe ich das Problem, wenn ich jemand wäre, der permanent auf diese Trophäen scharf ist, der muss dann nochmal in jedes Dungeon rein und gucken, wo genau diese eine Truhe gewesen ist, die man beim letzten Mal nicht öffnen konnte. Einfach schrecklich. Na egal. Ja, wir sehen jetzt hier nochmal die Items uns an und das Item, was wir bekommen haben, müsste uns einen Defense Boost gegeben haben, kann das sein? Ich glaube schon, ja, deswegen habe ich jetzt hier auch die Mamori gewählt. Ja, macht auch am meisten Sinn. Die kriegt das drauf und damit ist auch gut. Und ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt ungefähr bei der Folge vielleicht 30, ich hoffe, wenn nicht maximal 40 Minuten an Schnittmaterial haben. Also nimmt es mir nicht übel, wenn ich hier ein bisschen schneide. Aber so kommen wir zumindest ein bisschen schneller durch. Und das lange, das ist ja nicht mal das normale Durchspielen. Das, was hier so lange dauert, sind eher so die ganzen Gebiete, in die man nochmal zurück muss. Diese ganzen Fußwege und die ganzen Kämpfe, die sich immer gleich gestalten. Und hinten raus wird es ja wirklich langsam nervig. Das habe ich ja auch schon mal gesagt in einer der letzten Folgen. Diese ganzen Session-Skills, die wir uns immer wieder angucken müssen, die können wir ja nicht abbrechen. Die fangen an zu nerven und zwar immer mehr von Folge zu Folge. Und das Auswechseln der Charaktere ist auch ein bisschen ätzend. Naja, egal. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts Wichtiges verpasst zu zeigen. Ich habe jetzt den Yashiro auch eine neue Carnage-Form gegeben, wobei Carnage-Formen sind ja nur die Waffen, also einen kompletten Change gemacht. Der sieht jetzt anders aus, der Mirage von ihm. Habe ich auch die zweite Form genommen, das habe ich auch noch aufgenommen, tja, habe ich aber weggeschnitten. Und ich müsste jetzt hier auch bald so weit sein, dass ich wieder mit der normalen Toastspur weitermachen kann. Ja, ich speichere das Ganze hier noch kurz ab und dann heißt es, ja, dass das normale Let's Play jetzt hier weitergeht. Und zwar in dem Moment, wenn ich den Typen da anquatsche. Ja, und los geht's. Hey now, we meet again at perfect timing. Give me a hand. We need more people to help this concert setup. Und schon wieder. Ja, wir helfen wieder weiter aus. Aber diesmal steht das Konzert an. Nicht von Berry, nein, von dem komischen Dunkel-Yashiro. There were requests for help from 3 places to make yourself useful. Alles klar, wir haben schon wieder 3 Orte, die wir besuchen müssen. Ja, es gibt Schwierigkeiten in irgendwelchen kleinen Räumlichkeiten. Im Norden, im Osten und im Süden. Und wir sollen dorthin gehen und nach den Details fragen. Ja, und dann wird hier irgendwas freigeschaltet. This way to Main Stage. Alles klar. Da ist der Haupteingang. Da müssen wir später dann auch lang, um zum Endkampf zu gelangen.
Ah, hier. Oh. Ach, ist ja witzig. Na, das ist ja nicht Zufall. Da ist hier ein Rare Enemy Encounter entstanden. Und das, obwohl wir diesen Ribera-Effekt gar nicht mehr hatten. So, mal gucken, was macht man hier? Ja, austauschen. Ich muss hier austauschen. Die Frage ist, lohnt sich das? Jetzt schon mit so einer Spezialattacke anzugreifen, ich weiß nicht. Ja, resist. Wir machen es trotzdem. 7 nur. Ei, das ist nicht gut. Oh, verfehlt sogar. Und schon ist die Sessionkette unterbrochen. Was für ein Mist. Was hat er gemacht? Schlafen wir? Ne, wir schlafen nicht. Egal. Ja, Kiria. Dein Typen verlangt. Ich hoffe, sie macht immer noch genauso guten Schaden wie beim letzten Mal, als wir dieses UFO-Monster besiegt hatten. Ja, Overload und Heavy Attack. Müsste passen. Au, 29. Also ich muss sagen... Boah, Tia, was mache ich denn jetzt? Aufchargen? Ja. Ich charge mich mal auf. Tja, Zerug ist immer noch konfus. Boah, auch blöd, dass er nur negative Zustände auf uns draufhaut. Boah, Tja, also wenn das in dem Tempo weitergeht. Ei. Ja, mal gucken. Da steht zwar Resist, aber wir haben uns aufgecharged und machen eine Heavy Attack. Mal gucken. Ein einzigen Schaden. Ach du Scheiße. Vielleicht sollte ich... Boah. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Vielleicht sollte ich mit Mamori angreifen, dass die den Gegner schwächt. Naja, ist zumindest eine Idee. Es ist zumindest eine Idee. Mal gucken, ob das was, ob das irgendwas bringt. Er rennt weg. Tja. Dann sind wir für diesen Gegner einfach zu schwach. Ja, das ist ein bisschen Mist. Das ist echt Mist. Oh je, tja, was soll ich denn mit dem machen? Vielleicht helfen da irgendwelche Zustandsveränderungen. Puh, tja, habt ihr da irgendeinen Tipp? Ich meine, leider hat nicht jeder Charakter die Möglichkeit, mit so einer Attacke anzugreifen, wie das die Kiria kann. Und ihr habt ja gesehen, wenn wir da nur einen einzigen Schaden machen, das ist nicht doll. Also ich könnte versuchen, jedes Mal mit einem Special Kill Skill drauf zu hauen. Tja, müsste man testen. Das müsste man testen. Aber ich glaube, das reicht trotzdem nicht, weil ihr habt es ja gesehen. Der Shiro, der haut da einmal drauf. Und was dann? So richtig viel Schaden hat er ja trotzdem nicht gemacht. Ja, und wie befürchtet musste ich hier einen Schnitt setzen. Die Batterie ist abgeschmiert, aber glücklicherweise geht die Konsole nicht aus. Das ist schon mal schön. Also braucht ihr bloß anstöpseln. Ich meine, gut, ich hätte mich auch da vorbereiten können, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt so viele Stunden gespielt, dass ich eigentlich jetzt schlafen müsste. Aber die eine Aufnahme, die wollte ich schon noch machen, weil ich kenne mich. Ich werde dann das meiste vergessen. Und für mich selber zocken. Und bevor ich das wirklich alles vergessen habe, nehme ich das Ganze lieber noch kurz auf, bevor ich mich hinhaue. Und ja, dann nutzen wir die Chance und erkunden hier den Rest noch weiter, oder? Ja, ich denke schon, das macht am meisten Sinn. Wir gehen erstmal hier noch nicht raus. Wir gucken erstmal, was wir hier oben haben. Ach ja, genau, das war der Nordgang. Naja, dann folgendes. Dann gehen wir einfach mal hier in den Osten raus. Und schau mal, wie die Quest sich hier gestaltet, was sie für Sorgen haben. Vielleicht müssen wir wieder irgendwelche Lampen anmachen oder sowas. Wie beim ersten Mal.
Ja, wieder ein rarer Encounter. Ich bin gespannt. Ja, ich werde es auf jeden Fall nochmal probieren. Ich meine, wenn wir die Möglichkeit haben, warum nicht? Na klar. Aber blöd ist, dass die hier so Level 51 sind. Das ist irgendwie ein bisschen Mist. Ja, verstehe ich gar nicht. Warum sind denn die so verdammt stark? Verstehe ich echt nicht. Und das bringt ja auch nichts hier irgendwie mit... Na, wobei. Er hat zumindest da keine Resistenzen. 15. Aha, aha. Naja, dann weiter oben drauf. Na klar. Nein, verfehlt. Das gibt's nicht. Tja. Eins. Ja, eins ist zu wenig. Eins ist eindeutig zu wenig. Das ist nicht schlecht. Concentrate. Ja, das könnte tatsächlich hier funktionieren. Wenn der Angriff durchkommt. Und? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das Gute ist, ich habe ja sowieso allen Charakteren, wenn die Möglichkeit hatten, diesen passiven Skill gegeben, dass man eben immun ist gegen irgendwelche negativen Statusveränderungen. Es kann sein, dass vielleicht der ein oder andere Charakter null Konfus hat. Und das würde uns ja hier in diesem Kampf auch enorm weiterhelfen. Ja, ich bin gespannt. Schon wieder verfehlt. So ein Mist. Ja, das ist wirklich blöd. Tja, und jetzt bin ich gespannt, ob die Attacke durchkommt. Naja, 96 immerhin. Immerhin 96. Das Problem ist, er wird danach flüchten. Weil er hat vorhin zwei Attacken gemacht, danach ist er abgehauen. Der wird jetzt wieder zwei Attacken machen und dann wird er wieder abhauen. Naja, es sei denn, wir bringen ihn zum Einschlafen. Haben wir irgendeinen Skill? Na, wobei... Nee, Itsuki sollte schon noch den Schaden machen. Ein! Der hat vorhin 17 gemacht und jetzt ist die Verteidigung unten und der macht... Ach Mann, ey. Ja, Sleeping Sand. Null! Da steht sogar null! Gar kein Effekt! Was ein Mist! Auch null. Naja, Ziel und Charme könnte funktionieren. Ah, sehr gut, okay, alles klar. Das hat funktioniert. Perfekt. Na dann, nochmal Concentrate. Yes. Und er ist immer noch charmed. Ja, perfekt. Okay, dass das jetzt so gut funktioniert, ist natürlich super. Ach, ich habe vorhin eine falsche Attacke gemacht. Ich kleiner Vollhorst. Yes, 18. 18 ist gut. Tja, mal gucken. Thunderstrike könnte ich machen. Froststrike. Medium Attack. Repel. Ach du Scheiße. Nee, das ist nicht so clever. Ja, das ist echt schade, dass ich keine SP-Punkte habe. Hätte ich jetzt hier mindestens zwei SP anzeigen, dann wäre der Kampf super einfach. Naja, mal gucken. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Hoffentlich. Yes, er ist weg. Ja, Leute, genau so kann man es machen. Haha, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Interstellar Sephiroth und Madison. Aber ist ja auch interessant. Wisst ihr, was ich gerade so feststelle? Hätte ich das gewusst, dass ich die Items von dem jetzt nochmal brauche, dann hätte ich ihn doch zuerst besiegt. Könnt ihr euch noch an dieses eine Dungeon erinnern, wo ich auch schon den gefunden habe und gegen den antreten musste? Da hat es ja ausgereicht, wenn Kiria eine Attacke gemacht hat. Da war er weg und ich habe seine Items bekommen. Und jetzt habe ich es richtig schwer. Es ist der gleiche Gegner, nur im Level einfach zu hoch für uns. Und deswegen kriegen wir den nicht weggehauen. Tja,
Was heißt das im Umkehrschluss? Wenn ihr anfangt mit dem Spiel und ihr habt die Möglichkeit, gegen den anzutreten, wenn der noch in einem kleineren Level ist, besiegt den und zwar so oft wie es geht, macht das 10, 20, 30 Mal. Dann habt ihr das jetzt hier nicht so schwer. Weil das Blöde ist, tatsächlich brauchen wir diese olle Performer, um bei den höherwertigen Waffen die auch erstmal craften zu können. Ich habe nur gedacht, okay, wir brauchen seine Items nur bei den mittelstarken Waffen. Nein, jetzt kriegen wir nochmal die Möglichkeit, andere Waffen herzustellen und wir brauchen genau das gleiche Item. Was für ein Käse. Tja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir die ganzen Items von dem viel eher geholt. Und bräuchte jetzt hier nicht so ewig rumhantieren. Ah, das kannst du ja nicht wissen. Das kannst du nicht wissen. Ich meine, du kannst ja nicht wissen, dass das Spiel so blöd ist und sagt, wisst ihr was? Den gleichen Gegner, den du jetzt schon mal besiegt hast, den darfst du später im Spielverlauf nochmal angehen und bekämpfen. Nur wirst du es dort etwas schwerer haben. Ja, echt Mist, oder? Tja, das finde ich leider nicht so toll. Aber egal. So, was machen wir? Wir machen mal das Slow-Ma. Ach so, der Effekt ist noch drauf. Okay, habe ich nicht gerade irgendeine Meldung bekommen? Wahrscheinlich, dass Ellie irgendeinen, ja, neuen Skill bekommen kann. Ja, da gehe ich nicht rein. So, ich muss irgendwie nach unten laufen. So, jetzt ist der Effekt weggegangen. Ja, ich werde auch versuchen, hier in dieser Folge nicht mehr zu kämpfen, weil jetzt haben wir doch schon wieder etwas mehr Zeit verbraten. Vielleicht werde ich auch etwas mehr zusammenschnippeln, kann auch sein. Okay, ja, hier ist der erste. Ah ja, wieder. Es ist wieder ein Lintern rum. Die Rätsel wiederholen sich. Nur werden die halt ein bisschen schwerer. Mal gucken, was sie sagt. Oh, seid ihr die Aushilfe? Ja, ich denke. Ich bin der Stylist. Charmed, I'm sure. Now I want to adjust Yashiro's costume, so I just need a similar. Oh je. Der braucht jemanden, der so ähnlich aussieht. Tja, weil, was für ein Zufall, dass wir genau das Duplikat neben uns haben. Ah, look at you, you're like a perfect body double. Oder Double vor Yashiro. Odeka. Ich? Verstehe ich nicht. Ist sie dem überhaupt nicht ähnlich? Well, who else, boss? Who else? No, come on, I need you to just come this way for a little bit. Yashiro, ここは先に進むためだと思って。Ja, kannst du nicht ein bisschen hier bleiben? Ja, ist klar, okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Kriegen wir ein Umstyling? Fantastic, all done. You were such a big help. I better go tell the director. I'm done here. Ja, was ist los, Yashiro? War irgendwas? Ist irgendwas vorgefallen? Okay, er fand es gar nicht mal so schlecht. Ja, der hat sehr, sehr gute Hände. Sagen wir es mal so. Sie hat was von ihrem Handwerk verstanden. Das war schon. Wir müssen jetzt hier einfach nur reingehen und einfach nur irgendwelche blöden, ollen Sachen über uns ergehen lassen. Das alles? Keine Rätsel? Nichts mit Lampen ausschalten, Laternen anknipsen, irgendwelche Schilder umschubsen, irgendwelche Mirage besiegen. So, hier ist auch nichts. Alles klar, Kommando zurück. Naja, also ich sag mal, wenn die jetzt alle nur irgendwas quatschen und wir gar nichts großartig machen müssen und auf irgendwas aufpassen sollen, dann wird es ja eine sehr angenehme Runde. Und weiter geht's. Ja, die Kämpfe, die werde ich am besten einfach kurz skippen. War auch nicht geplant, in diesen Mirage reinzulaufen. Das mache ich aber auch nur, weil wir schon ein bisschen knapp mit der Zeit sind. Und ich denke, es ist auch völlig ausreichend, wenn wir gesehen haben, wie man diesen Rare-Mirage angehen kann, obwohl man noch nicht sein Level erreicht hat. Ja, ich denke, das war so das Spannendste, was man hier am Kampferlebnis sehen sollte. Alles andere ist gar nicht so wichtig. Ja, und die normalen Kämpfe, die sind irgendwie, ja, einfach wie immer. Die schwierigsten Gegner sind immer noch die,
die ich vorhin schon gezeigt habe, also diese komischen Geister, die anfällig sind nur auf physische Attacken. Die anderen Mirage-Gegner sind, ja, 0815 Fallobst. Okay, wir haben hier drei Mirage im Raum. Okay, irgendwas Fishy-mäßiges geht hier vor sich. Entschuldigung, könntet ihr bitte etwas Ruhe sein, ein bisschen? Ja, ich bin ebenfalls also aufgeregt über Mr. Yashiros Konzert, aber bitte, bitte. Hey, 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 was extra? Sakura, go! Get Mr. Yashiros Konzert all heated up! Was extra was? Okay, es sind auch nur irgendwelche extra Leute, die hier irgendeine Nebenrolle haben. Ja, aber die sind irgendwie alle erregt. Ja, Mr. Yashiro ist der, ja, größtmögliche, erfolgreichste von uns allen. I hope he kills it out there. Hey, 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 I'm getting so fired up. Let's keep our hype up and get the Wii Show on the road. Okay, er wünscht sich, dass irgendjemand diese beiden durchtriebenen bösen Mirage ein bisschen Disziplin beibringen kann. Tja. Wer könnte dafür besser geeignet sein als? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht Alienora? Ich habe keine Ahnung. Oh, wait. Did the director send you? I came to investigate the noise and the extras are causing a ruckus in the dressing room. I want them to quiet down, but I'm not so good with, you know, confrontations. Could you discipline them in my place? Ja, klar, mach mal. Anders dort. Do your worst. Sehr gut. Alles klar, wir müssen kämpfen. Gut, okay. Ja. Hätte ich mir auch denken können, dass das unter disziplinarischen Maßnahmen zu verstehen ist. Ja, die sollten kein Problem sein. Level 45. Oh, die halten aber viel aus. Mehr als die anderen, oder? Also dafür, dass die nur Level 45 sind? Das ist faszinierend. Auf was ist denn anfällig? Auf Schwerter. Tja, meine Gute. Weißt du, was ich da machen muss? Ja, dich austauschen. Und Schuss, Yashiro muss rein, weil der Schwert attacken kann. Ja, schade, dass das Auswechseln genauso lange dauert wie diese Session-Skills. So, naja, dann ist ja der erste fast weg. Oder? Zwei Attacken noch? Ei, 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 ei. Nicht mal. Die haben alle beide überlebt. Das ist interessant. Na egal, mal gucken. Ich glaube, die waren anfällig auf Feuer, oder? Ja. Da sieht doch schon viel besser aus. Ja, bleibt nur noch einer übrig. So, und der war doch auch anfällig auf Feuer. Tja. Bringt mir leider bei ihm gar nichts. Dann das Aufchargen bringt auch nichts, weil danach ist er eh tot. Ja, machen wir irgendeine Lushi-Attacke. Oh, Ace, alles klar. Fast 500 Schaden. Dann machen wir Flame Strike und damit ist er weg. Knaller. Hat der Knall gesagt? Haha, sehr gut. Ja, es wäre auch schön, wenn wir nicht immer nur Kohle kriegen würden, wenn wir angreifen. Ja, schon wieder Geld. Ja, echt schade. Wir kriegen in einer Tour nur Kohle. Mist. Zwei Star Prestige. Ei, 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 ei. Oh, und schaut mal. Wir brauchen alle neue Waffen. Stage Rank 14. Oh, Stage Rank 9. Ah, neue Side Story. Neue Side Story. Okay, da bin ich gespannt. Ja, und er kann null konfus. Sehr gut. Das hätte er aber vorhin haben sollen. Da hätte es was gebracht.
Dieser Skill kam ein bisschen zu spät. Auch er kann Charge. Auch interessant. Bloß gut, ich habe für ihn schon einen weiteren Slot freigeschaltet. Watchfulness brauche ich nicht. Ja, brauche ich wirklich nicht. Ich lege hier einfach viel, viel mehr Wert auf irgendwelche Resistenzen. Alles, was es einen Boost gibt, egal ob auf ATK, Defense oder sonst was, ja, verzichte ich. Weil ich weiß ganz genau, später, wenn wir so die richtig harten Bosskämpfe haben, also ist ja nicht so, dass wir noch nicht einen einzigen hatten, kann ich mir schon vorstellen, dass es da besser ist, eher eine gute Defense zu haben, also zumindest was negative Statusveränderungen angeht, als ein bisschen mehr Schaden zu machen oder mehr XP-Punkte zu kriegen. Weil gerade diese XP-Punkte, ja, ich denke, die kann man hier vernachlässigen, oder? Ja, ich denke schon. Ist der Effekt schon wieder weg? So, ein Raum fehlt noch. Mal gucken, was wir da machen müssen. Das war bisher aber alles überhaupt nicht schwer. Was sehr gut ist. Okay, auch hier gibt es einen etwas längeren Gang. Oh, hier gibt es sogar einen richtig langen Gang. Alter, was ist denn los? Tja, dann gehe ich erstmal nach Süden. Check da mal die Lage ab. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Ja, ich denke, hier wird es nur zu einem Item gehen. Oder? Sind wir hier auf dem richtigen Weg? Also ich hätte nichts dagegen, wenn wir hier schon direkt richtig sind. Aber ich muss mich vor dem Endkampf auf jeden Fall noch ein bisschen aufpowern. Weil ich denke nicht, dass das Level, was wir jetzt haben, hier ausreicht. Ja, tatsächlich. Hier ist der Lantern rum. Da sind wir auch schon am Ziel. Ist ja interessant. Den haben wir alles richtig gemacht. Dann müssen wir auf dem Rückweg die anderen Richtungen nochmal einschlagen und gucken, ob wir da irgendein Item vergessen haben. Ah, was gibt's hier? Hier sind zwei Mirage im Raum. Okay, die sprechen über dieses zerstörte Poster. Ja, ernsthaft, was ist denn das? I am the true Yashiro, Crap. Dieser ganze Scheiß. Okay, die scheinen ihn nicht zu mögen. Ja, ist egal, ganz little stronger. And suddenly everyone's swooning over him. Genau, schon wird ein bisschen stärker und schon schwärmen alle von dem. But Mr. Yashiro's strength is unparalleled. We couldn't possibly compare ourselves to him. Okay, aber der ist ein bisschen objektiver und sagt, naja, aber im Vergleich zu uns ist einfach seine Stärke. Ja, da kommen wir nicht ran. It's probably just cause he happened to be the closest one to that stone when he was guarding it. Okay, meint er etwas liegt an dem Stein? Okay, er ist auf jeden Fall in der Nähe des Steins. Eine sehr interessante Info. Genau da wollen wir hin. Genau, and all that performer gathering in the stone ended up affecting him. That's the only reason he's so strong, right? Okay, das heißt, der dunkle Yashiro bezieht seine ganze Macht nur aus dem Performer, die er gerade zieht. Er hat not only mimicking a human, but holding a secret concert. Okay, er ist noch nicht mal ein Mensch. Er macht ihn einfach nur einem Menschen nach. Und dann auch noch ein Konzert geben, das übersteigt wohl die Fantasie und den Glauben von diesem Mirage hier. Okay, well, before he got all that strength, he wasn't really that different from the rest of us. Ach, ist ja auch interessant. Der war vorher wirklich nur einer von denen. Na, sagen die zumindest. Die können ja auch nur irgendeinen Blödsinn erzählen. Ja, okay, auf jeden Fall haben die was gegen den. Ja, einer der Mirage verlässt den Raum. You, could you possibly be here to help us? We're the props team. How are you doing? Look, I know it's a little sudden, but could you get us light essence for the lanterns? You can find light essence in the small room on the west side of the building. Please bring back three of them, please, and thanks. Ja, ist ja interessant. Ja, hier gibt's auf jeden Fall auch einen Schnitt. Ich hol mal kurz diese ganzen Essenzen und dann bin ich gleich wieder da.
Ja, und damit haben wir auch diese Aufgabe hier erledigt. Und damit haben wir es. Also direkt zurück zum Direktor und mal gucken, was er sagt, ob er uns den Weg freigibt und ob wir auch dann direkt jetzt zum Konzert dürfen oder ob wir noch irgendeine Task erledigen müssen. Tja, wir werden sehen. Aber wir müssen alles soweit erledigt haben und ich muss auch sagen, in einer recht gut gekürzten Form. Also ich habe jetzt offscreen schon ein paar Stunden soweit gebraucht, um erstens alles zu holen, was in den anderen Dungeons war. Und eben auch hier, um den ein oder anderen Kampf hier noch erfolgreich bestehen zu können. Also wenn ich das alles zeigen würde, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das macht dann nicht so viel Spaß, dazu zu gucken. Und so kommen wir zumindest auch ein bisschen schneller voran. Weil das Highlight, also ich freue mich zumindest schon auf den Endkampf. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie der sich dann spielen wird. Tja, wir werden es auch bald erfahren, aber leider nicht mehr in der heutigen Folge. Oh, da, der Death Mist. Ja, der ist komplett Mist. Den muss ich ausweichen. Ja, und damit, lieber Direktor, haben wir es doch. Jawohl, I got the message. As I promised, you can go. Watch the show. Ja, juhu. Ja, tatsächlich, wir haben es geschafft. Okay, wir sind jetzt wirklich einen Schritt, einen klitzekleinen Schritt vor dem finalen Kampf. Der Pfad hat sich eröffnet. Und er sagt, er sieht uns das nächste Mal wieder. Aber es gibt kein nächstes Mal, denn wir werden ihm den Chaos machen. Es sei denn, hier ist immer noch irgend so ein langer, langer Gang, der irgendwo anders hinführt. Oder? Es geht erstmal nur nach unten. Wahrscheinlich müssen wir wieder über irgendeine Brücke laufen, oder? Müssen wir jetzt hier nochmal irgendeine lange Strecke in Kauf nehmen? Nein, oder? Okay, da drüben ist noch ein Item. Ja, und damit sind wir doch am Ende. Na, ist ja klasse. Dann gibt es jetzt hier den Schnitt und wir sehen uns in der morgigen Folge zum Endkampf. Und bis dann, alles Gute. Tschüss.